Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu Mass Effect Andromeda. Und wir verlassen hier mal diesen Eisplaneten. Ich habe mir gedacht, nach Kurzsprache auch mit dem Xorki, ich werde mich mehr auf die Hauptstory jetzt konzentrieren und das machen wir jetzt auch. Los geht's. Zurück zu Tempest. Und wir fliegen mal weg und schauen gleich einmal, ob das neue über 1 GB große Update fruchtet, wenn wir hier die Planeten anfliegen und so, dass wir das überspringen können. Nur mal eine Sache. Die Gesichtsanimationen, Augen und so soll sich ein bisschen verbessert haben, vor allem bei menschlichen und Asari. Können wir reden, wenn Sie mal kurz Zeit haben? Ja, aber Sichi. Können wir locker machen? Die Schwellung ist deutlich zurückgegangen und ich kann offenbar auch wieder normal sprechen. Gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Und denken Sie daran, ausschließlich kalte Nahrung und Flüssigkeiten. Nichts Scharfes. Danke, Lexi. Stimmt was nicht? Haben Sie sich verletzt? Ach was, alles in Ordnung. Ich hatte nur eine Entzündung der Mundschleimhaut. Sie war ziemlich unangenehm, aber letztendlich vollkommen ungefährlich. Ich? Was? Sagt Ihnen der Begriff Lecktest etwas? Früher, bevor es tragbare Scanner gab, haben Wissenschaftler auf der Erde diesen Test bei der Feldforschung eingesetzt. Okay. Sie konnten dadurch Gestein von Fossilien unterscheiden und sich einen grundsätzlichen Eindruck von ihrer Mineralzusammensetzung verschaffen. Sie haben irgendetwas geleckt. Sie haben einen Stein abgeleckt, oder? Geil. Ich war abgelenkt und hatte vergessen, dass es ein Stein aus Helios war. Ich mache sowas vollkommen unbewusst. Als ich noch klein war, bin ich oft mit meinem Vater auf Expeditionen gegangen. Der Lecktest war dabei ein wichtiger Bestandteil. Mein Vater hat mir den Spaß an der Wissenschaft vermittelt. Ihre Mutter war doch auch Wissenschaftlerin, nicht wahr? Sie hatte sich auf Biotikforschung spezialisiert. Angefangen hat sie aber als Ärztin. Ich habe all ihre Forschungsarbeiten gelesen und die ihres Vaters. KI und Implantate. Sie haben in so kurzer Zeit so unglaublich viel erreicht. Sam ist eine erstaunliche Schöpfung. Ich habe meine Eltern zu Hause zurückgelassen. Sie sagten mir, wie stolz sie auf mich sind und sind dann irgendwann gestorben, während ich geschlafen habe. Ich an ihrer Stelle wäre auch stolz auf sie gewesen. Sie sind im Namen der Wissenschaft hierher gekommen. Und dafür braucht man Mut. Klar, ein bisschen verrückt muss man auch sein, aber vor allem mutig. Ich bin mir sicher, das wussten Sie. Danke, Ryder. Das hat gut getan. Gern geschehen. Jo, das Gespräch haben wir gerne gemacht. Ja, fliegen wir einfach weiter. Was soll's? Wir tun hier gar nicht lang herum. Ja, eins muss man gleich sagen, auch gewarntechnisch gibt es leider keine Option mehr, also außer die, was wir schon gesehen haben. Auch die Begleiter haben nicht mal eine zweite Option. Das ist natürlich, naja, schade. Ist so. Forward Orbit ist stabil. So, geht das jetzt schneller hier raus? Jawohl, nice, so gefällt mir das. Besiedelung, ja. Muss ich mal dann anschauen. Muss ich mal, 100% haben wir hier. So, raus. Gott sei Dank. Gott sei Dank geht das jetzt schneller. Moment, ich muss mir jetzt... Kann ich auch schnell dann scannen gehen. So, Freunde. 40% auf Volt erreichen. Ja, das werden wir schauen. Das kann man auch nach der Hauptstory auch noch immer ein bisschen herum experimentieren. Genau. Das kann man alles noch machen. Das kann man alles noch machen, Freunde. So, jetzt geht's weiter nach Aya. Wir fahren hier noch länger. Ich weiß nicht, wie viele Parts das noch sein könnten, bis wir hier dann halbwegs die ganzen Missionen haben und die... Ist hier Eier? Ich glaube. Und
dem Planeten lebensfähig haben. Wobei, da müssten wir nur diese drei Relikte und dann die Hauptbasis unten. Das wäre noch eine Option. Ich spüre, wie die Geißel an dem Schiff aber gut. Zieht. Wenigstens bleibt dadurch Aya verborgen. Ich glaube, ihr seid auch mehr an der Hauptstory sicherlich interessiert. So hardcore-mäßig wird dann da keiner zuschauen. So, wir probieren aber trotzdem einmal das mit den Ressourcen hier aus, wie schnell das geht mit dem Planeten. Überspringen, nice, 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 nice. Und da sind wir schon. Okay, das ist trotzdem noch, trotzdem. Es ist aber definitiv schon einmal schneller. So, mit Joypad ist es noch immer relativ langsam eigentlich hier. So, Sonde, hauen wir raus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Okay, nehmen wir gerne mit. So, raus. Ah, das geht ja. Gut, perfekt. So, fliegen wir hin. Überspringen. Und da sind wir schon. Und dann landen wir gleich. Und los geht's. Mögen die Sterne uns leiten. Mögen die Sterne uns leiten. Beeindruckender Auftritt. Naja, geht so. Ist die Moschei. Willkommen zu Hause. Ich dachte nicht, dass ich es je wieder sehe. Ohne den Widerstand und den Pathfinder wäre ich jetzt nicht hier. Wir waren ein gutes Team. Wir haben nicht nur die Moschei befreit, aber wir mussten die Festung des Feindes intakt zurücklassen. Wir haben viel zu besprechen. Ich werde den Pathfinder zu Ayas Gewölbe bringen. Das hat Zeit, bis sie sich erholt haben. Ich gehe nirgendwo hin. Nicht ohne unsere Hilfe? Ich werde das Gewölbe auf ihre Ankunft vorbereiten. Ein Shuttle bringt sie zu mir, wenn es soweit ist. Danke, Moschei. Wir kämpfen schon zu lange allein gegen die Kett. Sie haben bewiesen, dass das nicht so sein muss. Es ist an der Zeit, über ein Bündnis zwischen unseren Völkern zu sprechen. Eine ausgezeichnete Idee. Wir schaffen mit Freuden Platz für sie auf der Nexus. Und wir richten ihnen hier ebenfalls eine Botschaft ein. Unsere Stadt steht ihnen offen. Gut gemacht, Jor. Jetzt warten neue Aufgaben. Ich muss beim Pathfinder bleiben. Jor ist ein geschätztes Mitglied meiner Crew. Das wundert mich nicht. Ich sehe die Vorteile. Erlaubnis erteilt. Ich muss einen Bericht einreichen. Verlassen Sie Aya nicht ohne mich. Das wäre auch nicht schlecht, wenn er jetzt auf einmal weg gewesen wäre. Und da jumpt er weg. Docs, Schnellreise freigeschalten. Und da oben ist die Ding, okay, genau da wollen wir nämlich hin. Da wird es wieder zur Tempest gehen, nehme ich an. Machen wir einen Blick auf die Karte, ob wir da jetzt unbedingt irgendwas brauchen. Was haben wir hier? Achso, das ist der Schnellreisepunkt, oder wie? Ja, da haben wir schon eine Nebenmission. Tür. Nebenmission. Händler. Also zum Händler können wir kurz schauen. Oh, Freunde, da gibt es Sachen schon wieder. Eieieiei. Achso, das sind die... Moment, da gibt es auch einen Händler. Was hat der? Oh, Waffenhändler. Ja, nee.
Was gibt's da zum Scannen? So, Moment, wo muss ich eigentlich hin? Wir laufen mal hier zu den Geschäften. Ich schätze mal, das ist da hinten. Nur schauen, ob da eine coole Waffe gibt, beziehungsweise unsere Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Das ist mein erster Besuch auf Arlen. Es ist schöner, als ich es mir je vorgestellt habe. Danke. Hallo. So. Bevor Sie mit jemandem handeln, sollten wir uns kurz unterhalten. Und zwar warum? Ich hätte nie gedacht, dass ich die Morsche jemals wiedersehen würde. Ja, ja, ja. Wir kommen auf den Markt. Hallo. Meine Aufgabe ist es, den korrekten Umgang. Jo. Als erster Fremder, der unsere Stadt je betreten hat, können Sie unsere Gesetze nicht kennen. Das sollten wir ändern. Ja, alles klar, danke. Ich will keine Schwierigkeiten machen. Ich schicke Ihnen persönliches... Verstanden. Dankeschön. Bitte suchen Sie auch meine Kollegen im Büro der Gouverneurin und dem... Von Ihnen, es wäre... So, Vitra. Pathfinder. Alles okay? Wer hätte gedacht, dass die Rettung eines geachteten Mitglieds der angaranischen Gesellschaft so viele Türen öffnet? Ich habe mit einigen ihrer Händler gesprochen, um rauszufinden, ob wir ins Geschäft kommen können. Wir müssen darauf achten, nicht zu viel von dem zu verkaufen, was die Nexus braucht. Vertrauen Sie mir. Ich halte bei allem Rücksprache mit Cash. Alles klar. Investieren Sie in Ihre persönliche... Ich verkaufe. Schützen Sie sich selbst. Ja, dann halt nicht. Ach so, vielleicht muss ich das erst mit wem reden, oder was? Eieieiei. Materialhändler? Sie haben sie also durch die Tore gelassen. Oh. Ja, und mir ist bewusst, dass es eine Ehre ist. In Ordnung. Jeder verdient... So. Alle Dinge verkaufen. Bestätigen. Oh, ein bisschen was haben wir bekommen. Doppelte Mod-Erweiterung. Diese Verbesserungen gehören an Typ Mod-Plätzen an. Sie können während der Entwicklung eine Verbesserung, okay? So. Wir schauen nochmal, ob man irgendeinen... Ah, der hat keine... Achso, der Waffenhändler ist ja hinten. Genau. Nur zu den Freunden jetzt. Sonst schweife ich hier schon wieder ab. Und zwar stehen wir wo? Ich glaube, wir müssen einfach nur schnell nach hinten. Die Schnellreise können wir dann eben noch nach vor machen. Wir können nicht mit Gewissheit sagen, was Aufstieg wirklich bedeutet. Denn das, was man sich erzählt, war nicht... Bürgerforum. Wo ist der Waffenhändler? Sind wir im richtigen Weg? Ich sehe nichts. Ich muss nach rechts irgendwo. Ja, cool. Ah, da muss ich hin. Ich sehe schon. Okay, da können wir nicht runterspringen. Da sind wir gerade am Holzweg. Go, 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 go. Komische Geräusche. Ich muss immer wieder hier schauen, ob man da richtig ist. Hallo Jungs. Warte mal, links oder rechts? Rechts.
irgendwo rechts. Da ist er. Pathfinder, Effa hat Ihnen den Kauf von Waffen gestattet. Trotz meiner Einwände. Ganz ehrlich, mich würde es auch nervös machen, einem Alien Waffen. Ich tue das hier nicht für Effa. Alles klar. So, ja, genau die will ich haben. Genau die will ich haben. Nice, 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 nice. Eure Waffe. Die schaut auch geil aus. Präzisionsgewehr selten. Feuergeschwindigkeit ist ein bisschen höher. Ich will die mit dem Schaden haben. Weil die auch nice ausschaut. Aufklärungsziel für ein Rohr. Ja, weiß ich jetzt nicht. So, wir bestätigen mal den Handel. Nice. Mods für Sturmgewehre. Ja, komm, sonst kommen wir heute wieder nicht weiter. 16. So, Dankeschön. Zack. Schnellreise zurück. Und wir starten gleich noch mit dem Shuttle jetzt. Ja, erste Mal hier. Aber da, das haben wir jetzt erledigt. Da brauchen wir nicht mehr herumsuchen. So, auf zum... Wo sind wir jetzt? Auf zum Shuttle. Und wir starten mal die Mission zumindest. Ich war seit über 20 Jahren mit niemandem mehr hier. Es gab immer eine aktive Anzeige für Aya, aber wir konnten nie etwas tun. Okay, mal sehen. Sam? Ja, das ist neu. Ist das ähnlich wie auf Eos? Sagen Sie mir, was sehen Sie? Ich denke, die entscheidende Frage ist, was ist anders? Also, was sehen Sie? Die Gewölbe. Wir wissen, sie sind ein Netzwerk. Allerdings... Sind sie nicht miteinander verbunden, sondern mit diesem Ort? Dieses Bild hat mir der Archon auf einer Reliquie gezeigt. Er nannte es Meridian. Und Ayas Gewölbe ist offenbar als einziges vollständig damit verbunden. Und es macht, wozu es gedacht war. Terraforming. Das Gewölbe auf Eos ist ebenfalls präsent, aber verändert. Unser Zugriff darauf hat die Verbindung beeinflusst. Was denken Sie, Professor? Ich denke, Meridian ist das Kontrollzentrum sämtlicher Gewölbe. Danke. Das hier ist unglaublich. Wenn wir Meridian erreichen, könnten wir von dort aus ganz Helios zum Leben erwecken. Langsam, Ryder. Der Archon weiß, wo es ist. Er war bereits dort. Was? Wo? Auf Meridian? Natürlich. Deshalb die Folter. Ich sollte ihm helfen, es zu benutzen. Weil er es nicht kann. Meridian ist unsere größte Chance zu überleben. Wir müssen es ihm entreißen. Ja. In seinen Händen könnte eine derartige Macht unser aller Ende bedeuten. Er wird es bereuen, mir begegnet zu sein. Sie brauchen diese Reliquie. Vielleicht weiß ja der Widerstand, wo das Schiff des Archons zu finden ist.
Ich rede mit Ephra, damit er sie unterstützt. Wir treffen uns dort. So, da sind wir wieder. Sorry, gerade vergessen, mein Mikro wieder einzuschalten. Ich habe es kurz ausgeschaltet, dass keine Störgeräusche reinkommen bei der, beim Gespräch. Jetzt habe ich kurz geplaudert. Und zwar, ja, das Gespräch nehmen wir noch mit und wir konzentrieren uns natürlich weiter auf die Hauptstory. Aber den nehmen wir jetzt noch mit, das geht sich noch aus, das Gespräch. Vielleicht sind wir dann ja da schon wieder fertig. Und ich werde, wenn offline ein bisschen was, mich herumschauen noch. Im Dunkeln zu lassen. Es ist eine laufende Ermittlung, sollte nicht respektlos sein. Wusste es Jor? Natürlich nicht. Und der Mensch auch nicht. Ich hätte Sam für mich behalten können. Das ist was anderes. Geht sie nichts an? Jetzt schon. Wir müssen das Flaggschiff der Cat finden. Und dann? Sagen Sie ihm, was wirklich passiert ist. Moschai, bitte. Das könnte unser einziger Weg zum Archon sein. Einer meiner Männer hat dem Cat geholfen. Der Widerstandskommandant Bane Tarif. Der Archon wollte ihr Wissen über die Reliktech. Warum sollte Wen sie verraten? Ich weiß nicht. Darum habe ich nichts gesagt. Ich werde ihn ergreifen, dann wird er für seine Tat büßen. Wissen Sie, wo er ist? Kedara Port, meine Kontakte jagen ihn. Kontakte? Sie können dort niemandem trauen. Das sind alles Verräter. Angeführt von Exilanten, aus ihrer Galaxie. Wen könnte wissen, wo der Archon ist? Und sein Schiff? Wir können das nicht Abtrünnigen überlassen. Ich bin noch neu in der Galaxie. Wo genau ist Wen hin? Kedara Port ist ein Handelsposten. Wir haben ihn verlassen, als die Cat einfielen. Einige von uns gingen zurück. Sie unterstützen Aya nicht. Wie kommen Exilanten von der Nexus dorthin? Pech. Für alle. Ich brauche die Reliquie nach Meridian und ich habe meine Leute im Griff. Ich mach das. Gefällt mir nicht. Mir egal. Der Pathfinder hat recht. Ich sende meine Akte über Kedara an ihr Schiff. Unser Verräter könnte etwas wissen. Wir brauchen ihn lebend. Das liegt bei ihm. Viel Glück, Pathfinder. Und Ephra, wir sind noch nicht fertig. Naja, gut. Je eher Sie Kedara Port erreichen, desto schneller finden Sie Bane Tarif. Was brauchen Sie? Alles, damit ich besser verstehe, wie ihr Verräter denkt, wäre hilfreich. Er ist stur. Hat immer jeden Befehl in Frage gestellt. Ich habe das für eine Stärke gehalten. Jetzt weiß ich es besser. Er muss einen Grund gehabt haben, mich zu hintergehen. Was hat ihn dazu gebracht? Ist das wichtig? Natürlich ist es das. Na, der Xorke spielt auch gerade Mass Effect, der Start, oder? Kedara ist voller zwielichtiger Gestalten, aber würden Sie einem Sympathisanten der Cat Zuflucht gewähren? Können wir Sie nicht einfach um Hilfe bitten? Das habe ich getan, sogar erfolgreich. Aber meine Kontakte haben dort nicht das Sagen und die, die das Sagen haben, sind stur. Die eigene Medizin ist immer die bitterste. Selbst wenn ich eine Vereinbarung treffen könnte, wäre es schwer, Wayne zu finden. Archon? Moschai, erinnern Sie sich an irgendetwas, das einen Hinweis auf die Motive des Archon geben könnte? Das wäre wichtig, ja. Er hat mit mir geredet wie mit einem Kind. Nein, schlimmer, einem Haustier. Aber es war klar, dass er Pläne für Meridian hat.
Er dachte, Sie können ihm helfen. Und jetzt hält er mich für den Schlüssel. Er hat recht. Sie sind wahrscheinlich die einzige Person in Helios, die ihm helfen kann. Passt, mehr will ich nicht wissen. Ich gehe dann besser. Wir bleiben in Verbindung. Mögen alle Sterne am Himmel über... Ja. Boah, und mit diesem geilen Ausblick beenden wir diesen Part. Ah, leckt mich am Arsch. Sorry. Das könnte unser Thumbnail jetzt werden. Da kommt das Schiff rein. Cool, das war's für den Part. Recht herzlichen Dank. Und im nächsten Part geht's dann weiter, liebe Freunde. Nach Kadara Board im Kovacam-System reisen. Wir sollten noch zu irgendeinem zweiten Planeten fliegen. Wo schauen, ob das in der Haupt- oder in der Hauptstory drin ist oder nicht. Würde mich jetzt noch interessieren. Gut, das war's. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.